Missing someone. Hallo Leute, ja, ich bin jetzt wieder mal glücklich, ein zeitnahes Video zu drehen. Also nicht ein Video, das erst 3 Wochen später oder so rauskommt, sondern endlich mal wieder ein Video hochzuladen, das auch in derselben Woche bzw. in der nächsten Woche, das kommt drauf an, wie lange ich zum Bearbeiten brauche, online kommt. Es ist Weihnachtszeit, ich habe mir Tee gemacht und drehe mit euch jetzt mein Oceans Apart Haul ab, bzw. werde ich die Sachen anprobieren und testen, wie die sich anfühlen und aussehen. Und genau, dann wünsche ich euch auch schon viel Spaß bei dem Video und ich weiß nicht, ob ihr die Sachen kennt von Oceans Apart, also ob ihr vielleicht auch welche zu Hause habt. Ich finde die Sachen mega gut, zumindest was ich so von anderen Leuten höre und wollte das jetzt einfach auch mal austesten. Genau, und bevor ich jetzt noch weiter irgendwas mit meinen Händen mache, fangen wir auch direkt an mit dem Video. Genau, und zwar sind das 2 Bestellungen, weil ich wollte so viel sparen wie möglich. Ist zwar unnötig, dass sie es jetzt 2-mal verpackt haben, weil ich habe das direkt nacheinander losgeschickt, die Bestellungen. Aber ja, ich wollte einfach Geld sparen, weil die Produkte sind immens teuer. 90 Euro für so ein Set mit einem Longsleeve und einer Hose ist für mich schon relativ viel. Aber ja, ich wollte jetzt mal Sachen testen und wir packen das jetzt gleich aus. Das ist auch schon das erste. Open and smile. Stay kind, make waves, summer lounge to our very soul. Bliblablub. Love only. Und das ist auch richtig süß verpackt, muss ich sagen. Also das ist da drinnen nochmal so. Ich würde auch voll gerne von ihnen eine Kooperation annehmen. Also wirklich Sportgewand, ich lieb's. Ist einfach bequemer als so ein normales Gewand. Ja. Und zwar habe ich die Oberteile alle in Größe M und die Unterteile in Größe S bestellt. Vorweg mal. Und das ist der Shiny Bra. Der hat vorne so offene Stellen. Da ist auch nochmal das Logo. Ich glaube, das wird reflektiert im Dunkeln oder so. Und hinten hat das solche Auskerbungen. Ich zeige euch jedes Teil, das ich getragen habe, auch nochmal. Also jedes Teil, das ich gekauft habe, auch nochmal getragen. Genau, so rum. Und zwar ist es das erste und ich freue mich so schon, die zu testen. Ich hoffe, die passen mir. Ich habe sie mal in Größe M bestellt, weil ich mir gedacht habe, Größe S ist mir immer zu klein. Mal schauen. So, und das ist der Shiny Bra. Ich zeige den einmal von näher. Und zwar sieht das so aus. So, ich glaube, jetzt sieht man es ein bisschen. Und zwar ist er mir auch ein bisschen zu groß. Aber ganz ehrlich, ich bin lieber froh, wenn er mir ein bisschen zu groß ist, wie als wenn er mir zu klein ist und eng ist, weil das mag ich überhaupt nicht. Also das geht für mich in Ordnung. Es sieht nicht ganz so schön aus hier. Sieht man es zum Beispiel ein bisschen. Aber ich finde es zumindest in Ordnung. Und hinten sieht das so aus. Grüß Gott. Ja. Zurzeit gefällt es mir und es fühlt sich angenehm an. Also es fühlt sich jetzt nicht an, als hätte ich irgendwas Schweres an, sondern es fühlt sich halt einfach leicht an und ja, ich muss schon sagen, es fühlt sich besser an wie die Sachen, die ich mir von Amazon zum Beispiel gekauft habe oder beim New Yorker oder so kaufe. Also hochwertiger, muss ich auf jeden Fall sagen, sind die Sachen. Genau, dann kommen wir zu einer Hose und zwar ist das die Tiffany Pant und die sieht so aus. Ich weiß nicht, ob man, wie gut man das jetzt in der Kamera sieht. Die hat hier so Öffnungen.
ein bisschen sieht man es. Und das sind so Wellen und die ist in der Größe S, die ist schwarz und ich glaube, die hat keine Hosentaschen. Das ist die Hose, die sieht ein bisschen kurz aus. Schauen wir mal. Die sieht so aus, als wäre sie mir ein bisschen zu kurz. Ich weiß aber noch nicht, wie sie getragen aussieht. Genau, das ist einmal eine Hose und ich freue mich auch schon, die zu testen und mit der Sport zu machen und zu schauen, wie die so ist. Genau, dann habe ich mir so ein Longsleeve, wie eben schon erwähnt, gekauft. Und zwar ist das Beauty Longsleeve in Größe M. Und das hat hier auch wieder so offene Stellen. Ich hoffe, man sieht das gut. So, und zwar kann man hier auf die Seiten durchsehen und ja, das, warum ich mir das noch gekauft habe, ist, weil das hier bei den Ärmeln so Stellen hat, wo du eben den Daumen raus tun kannst. Also, dass du da den Daumen raus tust und dann die restlichen Finger. Ja. Ich zeige es euch angezogen, ich kann das überhaupt nicht erklären. Und das hat einmal hier ein reflektierendes Oceans-Apart-Zeichen und dann nochmal hinten eines, also da steht Oceans-Apart drauf und genau, freue mich auf jeden Fall, dass so. Das ist das Beauty Longsleeve und das Tiffany, also die Tiffany Pant und ich muss sagen, also ich liebe dieses Oberteil. Ich habe zwar jetzt die Uhr oben, was ein bisschen blöd ist. Das ist das Oberteil und das ist das Unterteil. Ich weiß nicht, warum die unterschiedlich heißen, obwohl die im selben Set sind. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ist das die Hose. Und das ist das Oberteil. Ich komme auch nochmal näher. Und zwar ist es die Hose. Ich finde die wieder mal mega schön. Die hat ja auch überall wieder diese Löcher. Genau. Und das ist das Oberteil und ich liebe es. Also es ist hier ein bisschen eng beim Ärmel, muss ich sagen. Es ist Größe M, also verstehe ich es nicht ganz, weil L wäre mir ja viel zu groß. Aber egal, ich liebe diese Hände. Also und es hat hier auch überall solche Löcher drinnen. Okay, vielleicht sieht man es hier besser, weil hier die Uhr nicht ist. Auf jeden Fall. Das hat doch noch hier, da diese freie Stelle. Sieht irgendwie komplett gaga aus. Aber ja. Und hier hat das nochmal so Löcher. Ich muss schon sagen, es ist bequem. Aber irgendwie da beim Ärmel hat so ein bisschen was. Aber ich liebe es trotzdem. Vor allem, dass es so Organic Cotton. So. Warum fällt mir das deutsche Wort für das nicht ein? Auf jeden Fall genieße ich meinen Tee und ich hoffe, ihr genießt euren Freitag. Dann kommen wir zu einer Leggings, die ich unbedingt haben wollte. Das ist so eine Hard Pan, beziehungsweise die heißt Love Pan. Und auch wieder in Größe S, die hat unten so weiße Streifen. Genau. Und hinten, die kann ich glaube ich wirklich nur zum Sport anziehen. Hinten hat die so ein Herz. Und ich lieb's. Ich habe mir das auch schon auf Amazon angesehen, aber ich weiß nicht, ich wollte die unbedingt von Oceans Apart haben zum Probieren. Und die haben irgendwie alle so ein weiches Material, also keinen unangenehmen Stoff. Das ist schon mal sehr gut. Ich liebe ja überhaupt so Leggings. Ich ziehe Leggings, glaube ich, täglich an. Ich liebe Leggings. Und die ist richtig angenehm zum Tragen. Merkt man, dass ich heute irgendwie ein bisschen nervös bin. Ich glaube. Auf jeden Fall ist das die. Und die habe ich mir, glaube ich, gratis geholt. Ich kann euch auch nochmal einen Rabattcode verlinken. Irgendwo hier oder hier. Ich glaube eher hier. Und mit dem würdet ihr die Hardpan auch beim Mindestbestellwert von 79 € bekommen. Und
genau. Das ist die Hardpan. Man kann sie auch schon ganz schön sehen. Also dieses Herz. Ich finde das so schön. Ja. Das hat hier auch nochmal so dieses Weiß dann da unten. Das finde ich in Kombination mit dem Weißen halt ganz schön. Und ich weiß nicht, ich würde es halt nur zum Trainieren anziehen, weil dieses Herz, ich glaube, zum Arbeiten ist das nichts, für die Freizeit vielleicht schon eher, aber zum Arbeiten auf jeden Fall nicht. Genau. Dann zeige ich euch noch die zweite Box. Und zwar ist es wieder dasselbe, das hat wieder hier den Schriftzug. Ich meine, es war ein und dieselbe Bestellung fast. So, und ich glaube, hier ist ein Teil drinnen, das mich so glücklich gemacht hat. Also, ich zeige euch mal ein Set um 70,99 €. Vom Stoff her, das ist sehr dünn, also wirklich sehr dünn. Hier ist auch nirgendwo ein Cup, so ein... So eine Füllung, ich weiß jetzt nicht, wie man das in Deutsch sagt, Cup. Auf jeden Fall ist das das und das ist hier so frei, hat hier wieder das Logo und hinten ist das auch wieder überall frei. Und das ist das California Set. Das Oberteil ist in der Größe M und das Unterteil in Größe S. Ich stelle mir das recht schön vor, aber ich glaube, da muss man sich ein BH anziehen. Weil sonst ist das schon sehr dünn. Das hat wirklich einen sehr, sehr dünnen Stoff. Dann haben wir hier ein Unterteil. Die schauen irgendwie total klein aus. Ich weiß auch nicht, vielleicht dehnen sich die noch aus. Aber auf jeden Fall ist hier wieder mal das Logo. Und das hat hier auch überall diese freien Stellen und das geht so im Kreis geringelt. Ich finde, das sieht irgendwie total schön aus, das hat was. Und das ist dasselbe wie bei der schwarzen Hose, nur halt mit Lila. Genau. Und das hat hier auch wieder so diesen Push-Up-Effekt. Ich glaube, das hat aber jede Hose von Oceans Apart, diesen Push-Up-Effekt. Genau. Und dann steht hier oben wieder Oceans Apart. Und ja. Ich bin einfach nur happy mit dieser Bestellung. Ich glaube, man hört und sieht. Und das hier ist das California Set. In Lila. Ich glaube, man sieht es eh. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sieht jetzt in der Kamera von der Weite her. Auf jeden Fall ist das das California Set, genau. Und das hat hier diese freien Stellen. Ich finde, das sieht so schön aus. I like it. Ein bisschen zu groß, sehr dünn, also da brauche ich wirklich einen BH. Ja. So, drehen wir sich mal. Das ist das, also von hinten, das hat auch wieder diese freien Stellen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht in der Kamera und alles. Was ich sagen muss, es ist schon sehr bequem. So. Es ist sehr bequem, ich fühle mich aber auch ziemlich unwohl in dem Oberteil. Das Unterteil ist sehr bequem. Fühle ich mich auch nicht unwohl, hat überall so Löcher. Das sieht sehr cool aus, vor allem stelle ich mir das cool vor, so im Sommer, wenn du braune Füße hast. Stelle ich mir das schon cool vor, also dass es schon schön ausschaut so. Dann muss ich überlegen, was das ist. Weiß ich jetzt nicht einmal. Das ist die Moonlight Pan in Größe S. Die hat hier hinten einen Schriftzug, das ist so irgendein Gummischriftzug. Der fühlt sich urcool an. Kann man sehen, ein bisschen. Das hat hier vorne so freie Stellen, das werdet ihr dann eh auch sehen, angezogen. Und hat hier auch nochmal so was Grippiges, also was zum Angreifen. Ja, das ist auch wieder hinten so
ausgeschnitten wie ein Herz. Und ja, die Hose kann ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen gerade. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich mir die wirklich in die Bestellung reingeben habe. Ich glaube aber schon, weil Moonlight Pants sagt mir was. Nur die Streifen, da verwirren mich gerade, die da drauf sind. Die Hose hat zum Beispiel auch so eine Tasche fürs Handy. Also hier kann man Handy hinten reintun. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, da ist so eine Tasche. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen. Zuerst mal zu dem. Ich glaube, das ist noch interessanter. Und zwar ist das so ein Oberteil. Wieder mit Cups, die kann man aber auch rausnehmen. Dem Logo und überall steht Oceans Apart drauf. Ja. Ich kann das gerade irgendwie nicht halten, dass man das schön sieht. Auf jeden Fall schlängelt sich das urschön um den Körper rum. Und ich mag sowas. Ich habe so ein Bikini, der so aussieht. Nicht von Oceans Apart, aber überhaupt. Genau. Auf jeden Fall war das so viel dazu. Ich weiß gerade nicht, ob mir der passt, weil ich glaube, bei diesem Oberteil hätte ich mir lieber Größe S bestellen sollen. Das sieht doch etwas groß aus, vor allem weil das nur durch diese Schnürung zusammenhält und ich weiß nicht, ob mir das passen wird. Also das ist der Joy Bra, den finde ich auf jeden Fall richtig schön. Also Größe M passt. Es ist nicht zu eng, aber ich muss sagen, es ist auch jetzt nicht wirklich eng. Also es könnte schon ein bisschen enger sein, aber zumindest bin ich froh, dass ich M und nicht S genommen habe. Weil ich glaube, S würde mir überhaupt nicht passen. Genau. Und der ist hinten auch so schön mit den... Eigentlich hat da hinten fast nichts. Und untenrum habe ich die Moonlight Pan an. Und das ist die Moonlight Pan. Und ich muss sagen, also wow. Ich bin richtig froh, mir die Sachen gekauft zu haben. Ich finde, das Oberteil ist mega schön. Und das Unterteil finde ich auch jetzt nicht schlecht. Hier weiß ich nicht, das sieht man glaube ich auch ganz schön. Das hat hier den ganzen Fuß lang dieses durchsichtige Netz. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Und ich muss sagen, ich finde das auch ziemlich bequem, die Sachen. Also es ist jetzt nicht so, als wären die zu eng. Und sie verdecken auch, muss ich sagen, so meinen Bauch. Also meine Problemzone beim Bauch, weil da habe ich so einen kleinen Bauch, den man relativ schön sieht und ich glaube, den sieht man jetzt nicht einmal so ganz. Und das ist der zweite BH, also der letzte BH. Und zwar ist das der Beverly Bra. Der hat einmal hier das Logo und dann, wenn man ihn umdreht, hat er nochmal da oben das Logo und da unten steht Oceans Apart drauf. Kann man es lesen? Ja, so. Und da steht auch auf jedem Teil drauf, Wear and Smile. Schauen wir mal, ob ich smile. Und es ist einfach nur so ein schlichter. Muss da auch dabei sein, auf jeden Fall. Irgendwie ist die meisten Sachen von dieser Bestellung in der Farbe schwarz. Ich wollte nämlich auch was Weißes bestellen. Aber als Set gab es jetzt nicht wirklich was Weißes. Was mir so zugesagt hat. So, jetzt trage ich den Beverly Bra. Und zwar muss ich sagen, der ist richtig gut anliegend. Also die anderen haben mir nicht so gut gepasst wie der vom Anliegen jetzt. Ja, er ist schwarz. Er ist total bequem wieder. Ich kann eigentlich bis jetzt überhaupt nichts aussetzen an Oceans Apart.
finde ich total bequem, die Sachen. Und ich würde noch immer total gerne Kooperation mit denen haben. Ich finde die Sachen mega. Also mega. So sieht der BH, das Oberteil, von hinten aus. Ja. Ist nichts Besonderes. Also ist jetzt ein normaler Sport-BH, würde ich sagen. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf den Sommer. Werde auf jeden Fall mit den Sachen mal laufen gehen. Mal schauen, wie oft. Ich habe mich so gefreut, wie ich das bestellt habe. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich werde es bereuen, weil es sind nur Sportsachen. Aber eigentlich, ich trage Leggings total oft im Alltag. Und ja, unterm Leiberl oder so trage ich immer irgendeinen Sport-BH, einen dünnen BH oder so, und da kann ich eigentlich die Sport-BHs auch anziehen, weil die sind total bequem und ich liebe die. Und das waren auch schon alle Sachen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder mal sehr viel Spaß gemacht, ein neues Video zu drehen. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Bis zum nächsten Video, und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde ich mich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Ist natürlich kostenlos, und auf Insta könnt ihr mir auch gerne folgen. Genau, bis zum nächsten Video. Tschüss!